and adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Sie verlieren hier erneut in der zweiten Woche in Folge 4:2, dieses Mal nach Verlängerung, nachdem sie die erste Halbzeit hier komplett verschlafen haben. So, und damit begrüße ich Sie alle recht herzlich zur zweiten Pressekonferenz hier vom FC Barcelona. Wenn jemand Fragen hat, einfach drauf losfragen. Herr Fudlawas, ja. Die Fans sind unzufrieden, verständlicherweise. Wie wollen Sie diese nun zurückholen? Die Fans kann man, glaube ich, nur mit Ergebnissen zurückholen. Und genau das werden wir versuchen, am nächsten Wochenende auch umzusetzen, indem wir endlich die gewünschten Ergebnisse auch einfahren können. Da bin ich wieder dran. Hallo. Haben Sie eigentlich eine Rückendeckung vom Vorstand? Ist das vielleicht schon Ihr letztes Spiel als Coach vom FC Barcelona? Wissen Sie, als Trainer kann man sich nie sicher sein, ob man den nächsten Tag überlebt. Aber wenn man sich ständig darüber Gedanken macht, dann hilft das einem auch nicht weiter. Eine kurze Frage. Ja. Jede Woche ein neues Team, wie kann das gut gehen? Ja, bisher geht's ja noch nicht so gut, ne? Aber ich denke, die nächsten Wochen, da wird das gut gehen. Die Versager, die am Wochenende schlecht gespielt haben, warum sollten wir die nächste Woche wieder aufstellen, ne? Never change a losing team. Den Spruch kenne ich nicht. Sie waren ja bisher ziemlich kreativ mit Ihrer Spielerwahl. Haben Sie schon eine Idee für die neue Woche? Für die neue Woche habe ich definitiv schon eine Idee. Schauen Sie sich das einfach mal an. Und damit herzlich willkommen, Cristiano Ronaldo. Da haben Sie also unsere Neutransfers gesehen. Cristiano Ronaldo ab nächste Woche Teil des FC Barcelona. Ich würde sagen, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Das Team sieht echt schmackhaft aus. Diese Woche habe ich echt ein gutes Gefühl. Aber wo sind denn die Fans? Haben die nicht mitbekommen, dass wir letzte Woche verloren haben? Denen werde ich es am Wochenende zeigen. Eine Woche wie jede andere. Spannende Spiele, knappe Spiele, unverdiente Niederlagen. Es geht in die letzten Runden. Schlecht sieht's nicht aus, aber auch nicht besonders gut. 20-4, 20-5. Und plötzlich steht es 22-6. Zwei Endspiele, wir springen rein in Matchball Nummer 1.
Felix Kniechender begrüßt Sie hier aus der Kommentatorenkabine zu einem weiteren Topspiel des FC Barcelona. Der FC Barcelona hat dieses Wochenende unter anderem mit Neutransfer Cristiano Ronaldo gegen den FC Liverpool. Der FC Liverpool hier mit folgender Startformation. Und auch der FC Liverpool hat schon einiges erreicht, wie wir hier sehen können. Wir starten rein, ein spannendes Duell. Wie so oft geht es für Coach Foodlovers hier in diesem letzten Spiel um alles oder nichts. Die dritte Amtswoche und Coach Foodlovers, sein Stuhl, ja, der wackelt. Es geht hier mit 0-0 los, von rechts nach links. Der FC Barcelona muss heute zeigen, dass Coach Foodlovers der richtige Trainer ist. Wir springen in Minute 6, aber erstmal der FC Liverpool mit einer ersten dicken Chance. Es ist Antoine Griezmann und der trifft erstmal nur das Aluminium. Wir sind mittlerweile in der 19. Minute, der FC Barcelona mit einer ersten Annäherungsaktion Richtung Tor des FC Liverpool. Erstmal die Verlagerung über Kanté, Semedo zurück, der Seitenwechsel auf Kanté, Ronaldo Doppelpass mit Kömern und da ist der Neutransfer. 21. Minute, Cristiano Ronaldo schiebt dieses Ding hier locker ein. 21. Minute und die Führung für den FC Barcelona in einem so, so wichtigen Spiel für Coach Foodlovers. Wir springen in die 44. Minute und wie so oft, der Weekend League Schreck persönlich, Wissam Ben Yedder, kurz vor der Halbzeit, 45. Minute, ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt und hier steht es wieder 1-1. Wir gehen mit einem 1-1 in die Halbzeit. Es ist wenig passiert, wenig Torraumszenen, ein sehr, sehr vorsichtiges Spiel von beiden Seiten. Wir springen in die zweite Halbzeit und da ist Mbappé. Wieder einmal ein sehr, sehr langsamer und gezielter Spielaufbau, den Coach Foodlovers unter der Woche eingeübt hatte. Mbappé wieder mal zurück zu Semedo. Semedo sieht dann Messi. Doppelpass mit Kanté, in der Mitte ist Ronaldo. Aber Ramos in der Manier eines Stürmers macht dieses Ding hier rein. Absolut unglückliches Ding hier aus der Sicht vom FC Liverpool. Aber das ist dem FC Barcelona scheißegal. Denn es steht hier 2-1. Ronaldo wäre wahrscheinlich am zweiten Pfosten so oder so rangekommen. Guter Spielzug und am Ende mit dem glücklicheren Ende. Denn hier steht es jetzt 2-1 für den FC Barcelona. Es passiert lange nichts. Aber wie so oft ist es beispielsweise eine starke Defensivaktion von N'Golo Kanté bis in der 72. Minute, dann Ryan Kent auf dem Platz ist. Elfmeter und Areola hält dieses Ding tatsächlich noch im Spiel. Ryan Kent, der keine 30 Sekunden auf dem Platz war, mit einer ersten guten Chance. Aber der FC Barcelona, der hat diesen Kent auch transferiert. Es ist Kent. Kent sieht in der Mitte Ronaldo. Und wie kann Neutransfer Cristiano Ronaldo diesen Ball nicht einschieben? Aus 5 Metern das leere Tor. Wird der FC Barcelona diese Aktion eventuell im Nachhinein noch bereuen? Wir springen in die 80. Minute. Es ist George Best. Er sieht wieder Ronaldo. Und innerhalb von 5 Minuten vergibt Cristiano Ronaldo hier 2 Top-Chancen. Ryan Kent wieder in der 82. Minute wird aufgehalten. Und dann... Und dann ist dieses Spiel vorbei. Der FC Barcelona gewinnt dieses Ding hier 2-1 gegen den FC Liverpool, der sich am Ende einfach selbst aufgegeben hat. Es ist das Unmögliche tatsächlich wahr geworden. Der FC Barcelona holt in der dritten Amtswoche von Coach Foodlovers hier tatsächlich Elite am Wochenende. Die ganze Mannschaft feiert diesen Sieg natürlich wie eine Meisterschaft. Es ist sehr, sehr wichtig für das Team des FC Barcelona. Coach Foodlovers, der seine Position als Coach ja wahrscheinlich extrem sichern konnte durch diesen Sieg. Ich verabschiede mich. Genießen Sie noch diese Meisterfeier hier vom FC Barcelona. Wir hören uns nächste Woche wieder. Felix Kniechender ist raus. Bis dann.